Hallo, liebe Zielgruppe. So, nee, wir haben kein Virus, dementsprechend kann die Maske ab. Wir sind unter uns, beziehungsweise ihr seid weit genug weg und, obwohl ihr seid im Internet. Nee, ich setze wieder die Maske auf, ihr habt zu viele Viren. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir fahren los und was wir erleben werden, das zeigen wir euch in diesem Video. Ja, wir wollen wieder los. Ihr seht im Hintergrund den Teddy, also sprich den Weinsberg Pepper. Der bleibt aber noch stehen. Wir werden aber heute Richtung Oschersleben fahren, weil es wird auch mal Zeit, dass ich meine Eltern wieder, naja, besuchen ist nicht das Wort, sondern mal schauen, wie geht's denen. Außerdem haben wir einen Auftrag, weil das tatsächlich, wie soll es zum anderen sein, zu einem langen, schönen Wochenende. Tja. Die Herdplatten ausgefallen. Gott sei Dank haben wir selber noch eine, die wir nicht brauchen. Deshalb fahren wir dorthin. Und ja, wir werden euch einiges noch zu berichten haben. Warum wird aus Kreuzfahrt-Bulli, teilweise Kreuzfahrt-Camper, ihr seht das schon vielleicht auf unseren Social-Media-Seiten, warum das alles so sein wird, tja, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Aber jetzt heißt es erstmal losfahren. So. Der Herr muss aufpassen. Ja. Wir sind angekommen jetzt in Oschersleben an der Bode. Das werden wir, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. Ja, noch mal ein bisschen zeigen, ne? Genau. Der sagt vielleicht auch irgendwann noch mal Hallo zu euch, weil Hallo. hat er nämlich noch gar nicht gemacht. Er hat bis jetzt die Kamera gefilmt. Ja, wie gesagt, das ist der Grund, warum wir hier sind, eine Kochplatte einzubauen. Bei meinen Eltern. Ja, und das wird jetzt ein paar Tage so sein, dass wir ein bisschen unterwegs sind. Also jetzt nicht keine Woche oder keine Riesentage, aber so ein, zwei Tage sind wir jetzt unterwegs. Und da dachten Für uns wir, alleine auf jeden Fall. genau, das hilft die für uns alleine. Und da dachten wir, nehmen wir euch einfach mal mit. Und ja, das nächste Mal, dass wir uns sehen, ist dann, wenn wir gegessen haben. Und ja, das muss erstmal reichen. Also wartet ab, was noch so kommt. So, wir stehen jetzt hier an der Bode. Ne? Denn das Ort heißt ja hier Oschersleben an der Bode, direkt an der Hauptverkehrsstraße. Deshalb hört man hier auch immer wieder Autos. Aber das ist nun mal so, ist nicht änderbar. Ja, was soll man sagen? Wir hatten gerade die Herdplatte eingebaut. Tja. Man hat sie hat Strom bekommen. 21, 22, boom. Kaputt. Tja, entweder lag sie zu lange. Sie lag jetzt 4 Jahre. Also ich habe noch mal alles kontrolliert. Es war alles korrekt angeschlossen. Es gab nur ein Stecksystem, also von daher, tja. Also entweder lag sie zu lange oder halt irgendwas mit dem Stromkreis war nicht mehr so ganz in Ordnung. Wer Tja, weiß. was soll man sagen? Ist nun mal so, morgen werden wir einfach in hier Marktkauf, was es hier in Oschersleben gibt, gucken, was es da gibt. Und dann müssen wir halt gegebenenfalls dort eine kaufen. Ich weiß, dass die halt eine große Abteilung haben. Wir hoffen darauf. Vielleicht gibt es ja was sonst. Tja, dann müssen wir die alte anschließen und dann ist halt ohne Induktion. Und das ist schwierig, wenn man sich an Induktion so gewöhnt hat, Ja. dann gibt es sie nicht mehr. Ja. Wir wollen jetzt hier zu einem Wohnmobilistenplatz, der natürlich geschlossen ist, ist verständlich. Aber wir wollen uns den trotzdem anschauen und vielleicht wäre was für euch und da nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Kommt also mit. So, wir sind und Stefan dreht sich mal ein bisschen in die Richtung. Du sitzt in die Richtung, sie Ach so. drehen. Das, was ihr da seht, sind Bäume. Wow. Nein, das ist der sogenannte Wiesenpark und an sich gibt es da ein paar Tierchen. Momentan gehen wir da nicht durch. Es ist nämlich tatsächlich Mundschutzpflicht durch einen Park. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil an der frischen Luft sollst du Mundschutz tragen, aber ja. Die Radler, die machen das auf jeden Fall nicht. Ja, aber wir wollen das trotzdem machen. Und was hat Oschersleben tatsächlich dann zu bieten? Zumindest einen kostenlosen Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz. Mit wie viel? 8 Stellplätzen. Genau, 8 Plätze.
hat es. Und wir stehen hier direkt vor der Stromsäule. Und da hier kostet 1 Euro, kriegst du 2 Kilowattstunden. Wenn du 25 Euro gleich mal reinwirfst, dann bekommst du 50 Kilowattstunden. Das heißt, da kannst du schön erstmal nachstaffen. Genau, immer 1 Euro. Und was halt wirklich gut ist, weil bei vielen ist das verboten, du darfst keinen Wohnwagen hinstellen. Aber hier ja. Hier darfst du es, aber wir dürften theoretisch unseren Bulli hier nicht hinstellen, weil Nein. Wir haben keine Onboard-Toilette. Wir haben ja eine Camping-Outdoor-Toilette und das ist natürlich dann hier zugelassen nicht. Sind Fahrzeuge nur mit WC. So, ja. So heißt es in der Ordnung. Und wie gesagt, aber kostenfrei. Und das finden wir immer schön, wenn sowas gemacht wird. Und also du hast nicht nur 8 Plätze mit Strom, sondern hier gibt es natürlich auch Fähr- und Entsorgung. Und wie das aussieht, das zeigen wir euch jetzt. So, wir sind jetzt bei der Fähr- und Entsorgungsstation. Und ich muss mal kurz gucken. Ich würde behaupten, ich bin bei der Versorgungsstation. Hier kriegst du entsprechend Trinkwasser. 1 Euro. Aber ich wüsste leider nicht, wie viel Liter man da bekommt. Das steht nicht da, aber ich gehe davon aus, man kriegt da so einiges an Liter. Und gleich nebenan, also hier einmal zum... Und da hast du entsprechend Abwasser und nochmal auf Toiletten. Das ist Schwarzwasser. Das. Schwarzwasser, genau. Hinter mir ist Grauwasser. Genau, so heißt das. Und was ist gerade lustig hier auf diesem Parkplatz, ist ja so der Schützenplatz. Ja, da steht ein Joker, irgendetwas anderes und eine Queen. Hier stehen nämlich Monster Trucks. Da kann Stefan auch mal drüber rumzeigen, was denn hier gerade rumsteht, was aber natürlich nicht genutzt werden darf. Ja, hallo zusammen. Wir haben es jetzt sozusagen schon abends. Wir werden sind jetzt bei meinen Schwiegereltern. Wir werden hier noch eine kleine Spielrunde machen, nämlich Romy Cup. Und das kann ich auch meine Dingens halten, genau. Und den Abend gemütlich ausklingen lassen. Wir sehen uns alle morgen früh wieder, denn dann geht's auch schon weiter. Und bis dahin eine gute Nacht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen. Wir haben es 9:30 Uhr. Wir haben schon gefrühstückt, haben geduscht. Wir waren schon fleißig, ne? Das ist der Vorteil, wenn man bei meinen Eltern ist, weil da muss man hier nicht irgendwas aufbauen und muss beim Wind und Wetter duschen. Man hat eine Dusche in einem Haus. Ja. Campingplätze sind ja momentan gesperrt, das heißt, da könnte man nicht duschen, aber im Haus geht das dann schon. Ja, man sieht heute mal was anderes. Vorhang, genau. Genau, der Vorhang, der ist hier. Den haben wir so gemacht, weil man will ja auch nicht wirklich, dass hier die Leute immer direkt gucken, was ist denn hier, da übernachtet einer, was machen die denn da? Weil wenn das hier rundherum machst, fällt das dann doch schon so auf. War auch für uns das erste Mal, haben wir so noch nie gemacht. Hat aber gut geklappt. Ja, weil es war ja wirklich nur zum Übernächtigen gedacht. Jetzt werden wir hier zum Marktkauf fahren. Wir haben ja gestern Boom gehabt. Boom, Schakalaka, Boom, Schakalaka, Boom. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir eine heile Herdplatte kriegen und dann noch das ein oder andere Elektrogerät. Und ja, sind wir mal gespannt, ob wir es kriegen. Dann wollen wir noch einkaufen, weil wir werden ja noch eine Nacht definitiv weiter im Bulli verbringen. Wir werden das also noch ein bisschen das Camping-Feeling genießen wollen. Und da brauchen wir was zum Essen, weil morgen ist ja Sonntag und ja, da brauchen wir was. Genau. Das werden wir euch aber berichten, wenn wir wieder zurück sind. Und natürlich immer noch dieses, was ich ja ganz am Anfang sah, Kreuzfahrt-Bulli, Kreuzfahrt-Camper, was bedeutet das? Das erklärst du dann nochmal später. Irgendwann im Laufe dieses Videos kommt das. Und solange sagen wir erstmal, genießt die 2-3 Sekunden, wo wir nichts sagen, denn dann sagen wir schon wieder was.
Ersatz mit X. Das war wohl nix. Tja, leider hat der Marktkauf hier solche Sachen nicht, was wir brauchten. Und in diesen Zeiten, die wir gerade haben, schwierig wirklich Elektroteile zu bekommen, wenn da was kaputt gegangen ist. Tja. Heißt es im Internet bestellen? Tja, man soll ja die Internetunternehmen nicht so unterstützen, aber was willst du machen, wenn du es nicht kriegst? Ja, deshalb, das ist jetzt die Schwierigkeit. Was ich ein bisschen irritierend finde, da wo es viel schlimmere Infektionsraten gibt etc., da haben zum Beispiel solche Geschäfte wie Mediamarkt auf. Und hier in der Region, wo eigentlich wenig passiert ist, da ist alles zu. Also ich weiß nicht, das ist alles sehr komisch, was da passiert. Aber irgendwann ist die Zeit vorbei. Wir müssen es so hinnehmen und wir schauen jetzt, was wir bestellt bekommen. Gegebenenfalls müssen wir nächste Woche wieder her, um halt dann noch weiter zu arbeiten. So sieht's aus. Aber ja, jetzt werden wir erstmal eine Software installieren. Da haben wir wenigstens was bekommen. Ja, also, aber auch online bestellt. Online und jetzt wollen wir mal schauen, was der Tag noch so bringt. Das Lieblingswort von uns beiden, ja, gehört auch noch dazu. Ja, so. Und wer so sagt, der hat Reserven. Wobei das schön ist. Theoretisch also Soja. Soja. Also ab sofort sagen wir Bohne. Genau. Ja, was soll man sagen? In einer Woche sind wir wieder da. Wir haben bestellt entsprechend die Platte und auch, wie nennt sich das, die Platte. Eigentlich sind nämlich zwei Platten. Einmal eine Herdplatte, einmal eine Festplatte für den Rechner. Eine schnelllaufende SSD, also Solid Device. Damit Mutti mal schneller arbeiten kann und nicht immer vom Rechner ausgebremst wird. Genau. Weil der Geist ist willig, der Körper des PCs ist schwach. Ja. Und das versuchen wir nächste Woche zu ändern. Ja, haben noch Kuchen natürlich. Also verhungern werden wir nicht. Nein, wir haben auch eingekauft für Essen und so weiter. Also das heißt, das hatten wir heute Morgen schon. Genau. Ja, einkaufen mussten wir sowieso. Also von daher haben wir das gleich miterledigt. In diesem Superladen. Naja, gut. Wir werden jetzt, weil wir sind ja eigentlich immer in der Region, das ist ja die Vorharzer Region, fahren wir natürlich jetzt in den Harz. Wir fahren in den Westharz. Wo genau hin, wissen wir noch nicht. Außer, dass es doch Clausthal wird, weil wir nochmal eine Dose Mischgemüse brauchen. Die haben wir leider vergessen. Aber die holen wir dann und ja, dann würde ich sagen, wollen wir auch gucken, ob vielleicht der Eisladen da auf hat. Zumindest to go. Und ja, dann werden wir uns irgendein stilles Plätzchen suchen, wo uns keiner nervt, wo wir keinen nerven können, wo keinem was stört. Und genau. Dann und werden wir da die Nacht schön kochen und so und den Abend ausklingen lassen und dann dementsprechend dort auch eine Nacht übernachten, aber mit ganz, ganz viel Abstand. Also genau, da gibt es nur wirklich keine Probleme. Wir legen ein paar Köttel aus, dass da keiner, damit die genug Abstand zu uns halten. Das soll es ja erstmal gewesen sein und wir melden uns dann wahrscheinlich aus einem sehr weltlichen Gelände, also sprich, wenn wir im Harz sind. Kaffeepause. Wir haben gerade überlegt, wir werden mal kurz anhalten. Wir stehen jetzt sozusagen auf der 9A 36, noch hier, noch beschildert mit B6. Haben jetzt uns hier alles zurecht gemacht. Für mich gibt es einen Kaffee, der Marcel kriegt einen Tee und jetzt werden wir noch den leckeren Kuchen von meiner Schwiegermutter genießen und dann machen wir uns danach in aller Ruhe weiter auf den Weg Richtung Clausthal. Wie ihr vielleicht mitbekommt, also erstmal war es richtig lecker, also hier alles ist alle, nichts mehr drin. Und wir haben schon mal am Anfang gesagt, dass sich jetzt etwas ändern wird bei uns. Wir sind ja eigentlich unser Kanal Kreuzfahrt Bulli, der wird auch noch eine Weile so heißen. Aber wir haben Instagram und wir haben Facebook. Und wer Facebook vielleicht schon gesehen hat, da heißen wir Kreuzfahrt Camper. Da wird der Weg hinführen im Endeffekt, dass wir zu Kreuzfahrt Camper werden, weil die Tage des Bullis sind an sich gezählt, von den Wagen noch lange nicht, wie gesagt, der hält noch eine Weile aus, aber wir werden irgendwann umswitchen auf ein größeres Modell. Wir wissen immer noch nicht, was es wird. Wir hoffen, dass trotz Corona es eine Version 2021 geben wird, damit wir wissen, was es da Neues kommt. Aber was machen wir? Wir werden uns schon mal vorher informieren, ne? Wir werden uns auf jeden Fall informieren. Wir werden entsprechende Anbieter anschreiben. Sobald das wieder möglich ist. Genau, wir haben eigentlich zwei Modelle
wo wir uns schon langsam fokussiert haben, werden sie aber noch nicht wirklich nennen, weil am Schluss, ich weiß noch, wie Schwiegereltern waren, das Modell, ist es ein völlig anderes Modell geworden. Ja. Das kann uns aber auch passieren, dass wir am Schluss sagen, ey, das ist ja richtig genial, das passt alles zusammen, den nehmen wir. Also wir sind da relativ offen, wir wissen, was wir wollen. Das ist das Gute. Ob es das wird, wissen wir nicht. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr am Intro schon irgendwo statt Kreuzfahrt-Bulli jetzt Kreuzfahrt-Camper lest. Das sind immer noch wir, weil wir sind die, die mit einem Camper, mit einem Bulli, naja, mit einem Zelt definitiv nicht, auf jeden Fall immer kreuz und quer fahren und dort halt zukünftig campen werden. Damit ihr einfach mal up to date seid. Und jetzt würde ich sagen, packen wir die Kamera weg, packen wir die Sachen ein und dann geht es weiter. Wir müssen noch einkaufen. Wie gesagt, wir brauchen noch eine Dose Mischgemüse. Ich rede zu lange, das geht auf den Ding. Jetzt kann ich keinen nachvollziehen. Jetzt geht das. Jetzt verstehe ich, warum er so viel Outtakes hat, wenn man andauernd labert. Und jetzt fahren wir einfach los und viel Spaß dann, was dann als nächstes kommt. Ich weiß nämlich nicht, was. Der Einkauf ist erledigt. Gott, sind wir froh, wenn es irgendwann Normalität wieder gibt, ohne Maskenpflicht. Das ist doch sehr unangenehm, mit den Dingern zu tragen. Tragen wir natürlich, solange es sein muss, aber es ist doch schon. Uiuiuiui. Ja, was haben wir gekauft? Eine kleine Packung Süßigkeiten, ein bisschen Wasser und Erbsen und Möhrchen für morgen. Heute haben wir nämlich schön Blumenkohl, Brokkoli in Joghurtsoße. Das wird lecker werden. Wir stehen hier irgendwo im Harz. Keine Ahnung, wo es hier ist, aber irgendwo ist das hier. Lustigerweise zwei Busse vor uns. Beide aus Braunschweig sind Kanufahrer und Radfahrer. Ja, und ja, wir werden uns jetzt einfach mal hier absolut relaxen und das so genießen, dass wir einfach draußen theoretisch, ich kann das Fenster aufmachen und wir haben frische Luft aus dem Harz und wir können es einfach genießen. Das ist das, was wir wirklich Wochen vermisst haben und jetzt machen wir es und ja, wir sind gespannt, was noch so kommt und seid gespannt, wenn es was zum Essen gibt, denn spätestens da gibt es dann schon der nächste Einblick in den Kochtopf. Wir begrüßen euch hier vom Prinzenteich. Meine Güte, sieht das aus. Und wenn ihr euch fragt, wieso wir? Ja, Stefan habe ich nach da oben wieder gejagt, weil es ist tatsächlich hier so schön. Und der Teich ist so ruhig, dass wir gesagt haben, hol die Drohne. Es ist nicht windig, es ist gerade nicht regnerisch. Da sollten wir auf jeden Fall einen Drohnenflug machen. Ihr seht es erstmal so schon mal. Ja, einmal so links und rechts. Und am besten ohne mich, denn dann sieht man viel mehr. Also falls ich, falls ihr denkt, oh Gott, er hat es. Also A, wie gesagt, ich bin vorbereitet. Wir haben hier zig Schutzmasken. Und B, nein, ich esse gerade eine Dobelan direkt und das greift noch mehr gerade an. Und deshalb hustet man. So, und ihr werdet ihn nicht erkennen. Aber da aus dem Walde, wobei, es könnte das Graue sein. Nee, erkenne ich nicht. Kommt Stefan und dann werden wir auf jeden Fall einen schönen Drohnenflug hier machen. Und ja, das ist schon schön hier und so ruhig. Ha, richtig toll. So, und jetzt seht ihr einen tollen Flug.
ist das nicht mehr drauf. Was, dass ich mein Lager abgerissen habe? Nee, ich weiß gar nicht. Outtake! Okay. Montieu, das wollte ich sagen. Montserrat Caballé oder keine Ahnung. So, wir wollen aber jetzt zu dem Thema eigentlich kommen.